Spezialwaffen kontrollieren, um das gegnerische Team zu dominieren. Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und irgendwie habe ich gerade meine Tonspur, glaube ich, zu laut eingestellt. Egal, das wird schon passen, hoffe ich. Weil Audacity mir in letzter Zeit immer einen Strich durch die Rechnung macht, in gewisser Weise. Aber, naja, was soll's. So, denn ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, was im Hintergrund läuft irgendwie. Ich werde hier mal wieder komplett off-topic irgendwas labern. Also nicht off-topic, aber halt nicht zusammenhängend zum Gameplay. Denn ich habe einige Sachen zu berichten, die mich hier in letzter Zeit zum Teil aufgehalten haben. Hier mal wieder, weil wir hatten so eine schöne Videospree. Das ging, wir hatten jeden Tag, falls euch das aufgefallen ist, jeden Tag ein Video in letzter Zeit. Und das echt gut durchgehalten. Bis Psycho in den Urlaub gefahren ist. Dann habe ich es einmal verpennt, was zu veröffentlichen. Und dann hatte ich ein paar Probleme mit anderen Dingen. Und leider ist halt auch der Upload-Stream, den Psycho eigentlich noch aufgesetzt hat, bevor er losgefahren ist, wurde irgendwie abgebrochen. Und deswegen werden jetzt die ganze Zeit, wo er weg war und oder ist, keine Videos hochgeladen. Was natürlich schade ist, weil sich das halt eben gerade eben rentiert hätte, wo er gerade weg war und oder ist, dass da halt der Rechner läuft und Videos hochlädt. Naja, apropos hochladen, da habe ich mir jetzt auch eine neue Idee ausgedacht, da ich nicht immer meinen Rechner laufen lassen will. Und gerade wenn ich jetzt in letzter Zeit, mache ich ja öfter auch Videos in 1080p und vor allem auch 60 Frames. Und gerade wenn 1080p und 60 Frames zusammenkommen, dann explodieren meist die Videogrößen. Und ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel den Random Talk momentan, den ich immer so in 20 Minuten Parts geschnitten habe. Und der ist nur in 720p, aber eben mit 60 Frames. Und da ist jedes Video allein schon irgendwie wieder 2,5 GB oder so um die 2 GB rum. 2,5 GB sind nur die längeren. Aber trotzdem, es dauert dann halt bei meiner Leitung, ich habe ungefähr ein Mbit Upload und es ist halt nicht so viel. Und da dauert es schon ewig. Und da ich halt die Nacht durch nicht meinen Rechner dauernd laufen lassen will, weil ich sonst nicht schlafen kann. Erstens das, zweitens es ziemlich viel Strom kostet und halt nicht gut für die Umwelt ist. Und drittens es auch nicht gut für meinen Rechner ist, wenn er die ganze Zeit läuft, weil das kein Server ist und somit auch nicht drauf ausgelegt ist, 24/7 im Dauerbetrieb zu sein, habe ich mir jetzt tatsächlich überlegt, ob ich mir nicht einen Raspberry Pi kaufe. Für jeden, der nicht weiß, was ein Raspberry Pi ist, das ist ein kleiner Mini-PC, ist eigentlich nur so eine Platine, und der kostet extrem wenig. Der kostet, ich habe mal nachgesehen, es gibt einen für 26 und einen für 36 Euro und der hat eigentlich alles, was man braucht, also USB-Anschlüsse und einen HDMI-Ausgang und für den Festspeicher, also das halt, hat er keine Festplatte, lohnt sich ja nicht bei sowas klein, kann man dann eine SD-Karte reinstopfen und dann habe ich mir überlegt, ob ich mir eben halt den kaufe, für günstig Geld, wenig Geld, und den halt zum Uploaden benutze, vor allem, weil der halt auch keine Lüfter hat, weil er passiv gekühlt wird, weil er keine wirklich große, anspruchsvolle Hardware drauf ist, dass ich den dann halt auch nachts laufen lassen kann, weil er keine Geräusche macht und halt auch wenig Strom zieht und dann die Videos immer hochladen. Das wäre nämlich super optimal. Naja, muss ich mir noch überlegen, wie ich das Ganze mache, höchstwahrscheinlich nächsten Monat dann, weil ich diesen Monat wieder ziemlich pleite bin. Nachdem ich mir, oh coole Überleitung, eine Kamera gekauft habe diesen Monat, wie man vielleicht auch irgendwie schon irgendwann mal mitbekommen hat, wenn man auf Facebook war, denn ich habe mir eine Canon 700D gekauft, das ist jetzt so Einsteigermodellmäßig, aber die benutze ich jetzt momentan auch so zum Filmen und da habe ich mir gedacht, oh, weil ich gerade, weil es mir Spaß macht mit der Kamera umherzufilmen, dass ich so eine Art kleine Videoserie, so Behind the Scenes mäßig, auf Facebook starte, wo ich dann immer so kleine Videos hochlade. Also die sind dann auch exklusiv für Facebook. Somit gibt es auch einen Sinn, unsere Facebook-Seite zu liken. Weil besonders aktuell, was Video-Ankündigungen geht, bin zumindest ich immer nicht. Ich so, veröffentliche dann ein Video auf YouTube und so einen Tag danach fällt mir ein, ja warte mal, habe ich ja gar nicht auf Facebook geschrieben. Nein! Da, ja. Und deswegen gibt es theoretisch einen Sinn, unsere Facebook-Seite zu liken, also so ein bisschen Behind-the-Scenes-mäßig Zeug mitkriegen kann, random Schissel, hauptsächlich halt so Real-Life-mäßig, weil ich halt da mit der Kamera rumfilme.
der kann ja da mal vorbeischauen. Da werde ich so, was weiß ich, 2-, 3-, 4 Tage Rhythmus immer mal wieder so ein Video hochladen. Und da bis jetzt noch keiner geschrieben hat, ich bin scheiße, werde ich das, glaube ich, auch weiterführen. Genau. So. Genau, Kamera ist eben sehr cool, macht mir sehr viel Spaß, da umher zu fotografieren. Das Objektiv, das ich habe, ist momentan, ich habe mir halt ein relativ billiges Kit gekauft für 579 Euro und da ist halt ein relativ günstiges Objektiv dabei gewesen. Das hat, glaube ich, eine Brennweite von 18 bis 55 mm, was jetzt nicht der Mega-Zoom ist. Und hat halt lediglich, also gut so zum Filmen reicht's, und ich habe es gesehen, viele haben auch nur die Lichtstärke, aber hat halt lediglich eine Lichtstärke von 3,8 bis bei maximalem Zoom 5,6. Und das ist halt, egal, für das, was ich momentan mache, reicht's noch. Irgendwann will ich mir noch eine für Nachtfotografie kaufen. Da soll es welche geben mit einer Festbrennweite von 50 mm, die da sehr günstig sind. Und da werde ich mir das mal ansehen, aber das, glaube ich, interessiert euch eher weniger. So, andere Dinge noch, die mich sehr geärgert haben, ist Adobe. Ich habe ja, oder nutze schon seit längerem, die Adobe Creative Cloud, weil die halt nur 20 Euro kostet pro Monat als Student, und dafür, dass ich sämtliche Adobe-Programme habe, die so einfach mal über 1000 Euro zum Teil kosten, gut, als Student kriegt man sie, glaube ich, auch so für 300 rum, habe ich mir gedacht, ja, warum nicht, und war eigentlich bisher sehr zufrieden, bis auf eine Tatsache, die mich einfach nur anpisst. Und zwar gibt es seit längerem einen Bug in Premiere Pro, das eben das Pendant ist zu Sony Vegas oder ähnlichem, halt einfach ein Schnittprogramm. Und es gibt da ein Problem mit MP4-Dateien, wenn die länger sind. Und scheinbar auch nicht nur MP4-Dateien, dass dann irgendwann der Sound unsynchron wird. Und tatsächlich durfte ich das bei lebendigem Leib erfahren, zum Beispiel unserem Random Talk, wo ich natürlich ein längeres ODST Firefight Gameplay benutzt habe. Und es sind lauter Sprungstellen drin. Und dann darf man wieder Ewigkeiten umhersuchen und versuchen, die Tonspur richtig zu synchronisieren mit dem Video. Und das ist einfach nur unglaublich zum Kotzen, und dieses Problem scheint schon seit Ewigkeiten zu bestehen und keiner scheint irgendwas zu machen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall sind die Foren von Adobe voll mit Hass, und ich finde das unglaublich schade, weil ich sagen muss, dass ich ansonsten die Adobe-Programme und vor allem wie sie zusammenarbeiten und funktionieren als ein großes Ganzes sehr gut sind, aber das ist halt einer der Sachen, die mich unglaublich nervt. Wollte ich auch nochmal so nur loswerden, weil das auch mich ewig verzögert hat, bei dem komischen Random Talk, den mal fertig zu schneiden, und nicht nur da, sondern auch bei irgendeinem anderen Video, was ich jetzt vergessen habe. Genau, dem Halo 5 Video zum Beispiel, weil die Gamescom-Präsentation, die ich mitgeschnitten habe, war dann immer der Sound unsynchron und... Genau. Und irgendwas war auch noch mit After Effects, habe ich mir aufgeschrieben, was mich unglaublich genervt hat, aber das habe ich wieder vergessen. Ach ja, genau. Und zwar einen guten Tipp, Jungs, wenn ihr After Effects habt und ihr macht viel mit Expressions und also dieser Art Mini-Programmiersprache innerhalb After Effects, wo man halt so ein paar Bedingungen regeln kann bei Ebenen, dass die halt so reagieren, wie man möchte. Achtet bloß darauf, wenn ihr die Sprache des Programms umstellt, weil irgendein hirnrissiger Volldepp sich natürlich gedacht hat, dass es schlau ist, sprachspezifische Effekte zu haben. Was unglaublich dumm ist, weil wenn ich einen Effekt, weil sich das automatisch bei mir in Deutsch installiert hat, am Anfang das deutsche Programm, ja, Deutsch, After Effects auf Deutsch, habe dann Expressions gemacht, dann habe ich es auf Englisch installieren lassen, nachdem ein Update kam, weil Englisch normalerweise immer so die Go-To-Sprache ist, was solche Programme betrifft, da findet man einfach viele Tutorials und ähnliches online, und jeder nutzt halt die Programme meist in Englisch, also 90% so gefühlt. Und dann habe ich es auf Englisch umgestellt und dann funktionieren die gesamten Expressions nicht mehr. Und ich durfte jetzt 63 fucking Expressions jedes Mal immer dann umschreiben. Und das ist so behindert. Anstatt dass man sowas intern irgendwie anders als Variable speichert und lediglich den Ausgabenamen in der jeweiligen Sprache zeigt und dann, wenn man umstellt, der Ausgabename halt einfach sich ändert in Englisch, so wie sie es halt mit Ebenen auch machen. Wenn ich eine Ebene umbenenne und die in der Expression nicht mit umbenenne, dann macht das Programm das automatisch. Aber da funktioniert es natürlich nicht, weil irgendwer mal wieder nicht mitgedacht hat. Da!
Ah, es ist einfach so unnötige Arbeit, so verschwendete Zeit. Naja. Und dann kam auch noch YouTube daher und hat mich auch noch erstmal groß gedisst, ja. Dann lade ich was hoch, hab aber meinen Rechner aus dem Ruhezustand, also währenddessen in Ruhezustand gefahren, dann wieder aus dem Ruhezustand raus. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich normalerweise starte ich dann den Upload immer neu, weil ich mir denke, das sollte dann eigentlich nicht weiterlaufen. Aber da lief es dann weiter, nachdem ich ihn wieder hochgefahren hatte. Ging der Upload ganz normal weiter, dachte ich mir, ja okay, scheint ja zu funktionieren. Geh dann irgendwie weg, hab den Rechner laufen lassen, komm wieder zurück. Bam, was ist? Upload abgebrochen, bla, hat nicht funktioniert, ich bin YouTube, du hast dich irgendwie Sitzung abgelaufen und Zeug und bla. Dann war es halt irgendwie bei 58% und das war halt auch wieder so ein 2 GB Video, wo ich mir mega in den Arsch beiße, weil es halt ewig dauert, das Zeug hochzuladen. Da habe ich mir gedacht, gut, das ist bei 58% gewesen, okay, von mir aus lade ich es halt erneut hoch. Normalerweise fängt es dann an, eben wieder bei 58% weiterzulaufen. Pustekuchen. Fängt wieder von vorne an. Denke ich mir, ja, okay, gut, okay, ist sehr ärgerlich, es regt mich auf, aber okay, dann lade ich es halt nochmal neu hoch. Was passiert? Momentan, also währenddessen hat scheinbar das andere Video, das bei 58% war, für YouTube geistig weiter existiert. Und er hat währenddessen dann synchron mein anderes dann eben den Upload gestartet. Und irgendwann hat er gedacht so, weil bei diesem 58% Video dann nichts mehr weiter hochgeladen wurde, ja, terminiere ich das einfach mal und breche den Upload ab. Bam, wird natürlich das andere Video, das ich auch gerade hochlade, also wo ich es neu hochgeladen habe, auch mit abgebrochen bei 33%. Weil, warum auch nicht? Und dann noch nicht genug, als wäre das nicht schon genug Ärger, dann habe ich es angefangen neu hochzuladen, anstatt dass es dann bei 33% weitergeht. Nein, fängt es natürlich wieder bei 0 an. Also habe ich effektiv 58 plus 33% ergibt 80 und 2, 91, glaube ich. Ja, nein, ich glaube schon. 91% des Video insgesamt hochgeladen gehabt und für nichts und wieder nichts. Weil YouTube sich gedacht hat, bring ich mal den Shit ab. Naja, das war auch noch ärgerlich. Und in letzter Zeit kommt auch noch meine Tastatur daher und denkt, oh, scheinbar ist der Quert noch nicht genug geärgert. Komme ich auch mal von hinten und mache jetzt so Zeug wie, ich gebe irgendwas ein, ich kann es nicht richtig erkennen, irgendein Treiber spackt ab, Zeug funktioniert nicht mehr gescheit und manchmal funktioniert es dann wieder richtig und dann wieder funktioniert, kommen wieder nur die Hälfte der Buchstaben an, die ich tippe und nur die Hälfte meiner Tastendrücke ungefähr gefühlt werden gezählt, dann wieder überhaupt gar keine Tastendrücke werden gezählt und bla und Zeug und ich weiß nicht, also eigentlich vielleicht liegt es an der Batterie, aber es kommt doch nicht die Warnung, dass die Batterie leer wäre, wenn ich den Rechner neu starte, ist auch alles wieder okay, aber wenn ich gerade einen Upload habe, dann möchte ich gerade den Rechner nicht neu starten und Zeug und das ist ärgerlich und nervt mich und das habe ich 13 Minuten eigentlich schon fast mich nur beschwert und geärgert, Zeug, das kennt ihr mein Leiden und was jetzt passiert in letzter Zeit. Und schau und tschüss, sagt der Quert. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Was sollt ihr mir eigentlich in die Kommentare schreiben? Gab es irgendwas, was zu dem Video zu kommentieren ist? Egal, ihr könnt ja trotzdem irgendwas in die Kommentare schreiben. Ich lese Kommentare sehr gerne und deswegen versuche ich auch Leute dazu zu bringen, Kommentare zu schreiben, weil ich mag vielleicht nicht immer sofort auf Kommentare antworten, weil ich recht faul bin und immer erst so nach 2-3 Tagen oder so mal vorbeischaue. Aber insgesamt lese ich alle Kommentare und werde früher oder später, meist später, auch drauf antworten. Und ich mag einfach gerne immer so diese Diskussion und diese Konversation mit den Zuschauern. Das ist ja überhaupt der Grund, warum ich das Ganze überhaupt auch angefangen habe, weil für den Fame war es sicherlich nicht mit unseren gefühlt 200 Views, die wir vielleicht mal irgendwie bekommen. Und unseren unregelmäßigen Uploads, wobei die in letzter Zeit echt gut regelmäßig waren. Aber ja, genau, damit hätte ich alles gesagt. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben und mich glücklich machen. Wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, ich bin unlustig. Egal, ciao und tschüss, sagt der Quert.